Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Campus TV, dem Magazin von und für Studenten in Osnabrück und Lingen. Mein Name ist Stefan Peters und das sind unsere Themen. Bettkochen mal ganz anders, die Studentenküche. Mit dem Semesterticket auf die Gleise. Change Communication, das PR-Forum 2008 in Lingen. Umstyling, das perfekte Aussehen fürs Vorstellungsgespräch. Erfolgreicher Alumni, der Oberbürgermeister von Osnabrück, Boris Pistorius. Die Studenten in Lingen genießen leider nicht den Luxus einer eigenen Mensa. Deshalb müssen sie selber zum Kochlöffel greifen. Doch welche Kriterien muss eigentlich ein perfektes Studentenessen erfüllen? Mit dieser Frage haben sich Melanie Schmees, Gudrun Hagen und Feline Hachmeister beschäftigt. Herzlich willkommen in der Studentenküche. An diesen Töpfen werden unsere drei Studentinnen ein schnelles, einfaches und vor allem günstiges Hauptgericht zaubern. Dabei dürfen sie nicht mehr als 10 Euro ausgeben. Bevor sich hier die dreckigen Töpfe und Pfannen stapeln, stellen wir euch aber erstmal unsere drei Kandidatinnen vor. Und das sind sie. Alle drei studieren Kommunikationsmanagement an der FH Osnabrück in Lingen. Gudrun, Melli und Betty. Möge die Beste gewinnen. Als Erste ist Gudrun an der Reihe. Sind wir doch mal gespannt, was sie uns Leckeres kocht. So, ich habe alle meine Zutaten zusammen. Jetzt kann eigentlich das Kochen in unserer Studentenküche losgehen. Bei mir gibt es Leckeres, und zwar Rosmarinkartoffeln mit einem gefüllten Schweinebraten und einer leckeren Soße dazu. Und auf geht's in die Studentenküche, wo Gudrun direkt loslegt. So, jetzt mache ich meine Rosmarinkartoffeln. Dafür muss ich die jetzt erstmal ein Viertel schneiden. Und dann gibt's eine Marinade dazu mit Rosmarin, Salz, Pfeffer und noch ein bisschen Knoblauch. So, jetzt kommt das Ganze in die Schale, damit da noch eine Marinade dazu kommt. Mit Öl, Gewürzen, Rosmarin kommt da frischer dazu und Knoblauch, der dann noch gleich reingepresst wird. Und dann wird das Ganze auf einem Backblech verteilt und kommt dann für eine halbe Stunde in den Ofen. Auf Worte folgen Taten. Nachdem Gudrun alle Rosmarinkartoffeln auf dem Backblech verteilt hat, geht das Ganze ab in den Ofen. So, für die Füllung muss ich jetzt hier ein Loch in das Fleisch reinschneiden, damit diese Spinatfüllung da rein kann. Und danach brate ich das sozusagen ein bisschen an. Während Gudrun das Fleisch vorbereitet, besorgt Melli auf dem Lingener Wochenmarkt ihre letzten Zutaten und verrät uns, was es bei ihr heute zu essen gibt. Ich koche heute Hähnchencurry mit Basmati-Reis. Ich hoffe, ich werde gewinnen. Es bleibt also spannend beim Wettkochen in der Studentenküche. Doch dazu später mehr. In der Küche ist es oft sehr stressig, ganz im Gegensatz zum entspannten Bahnfahren. Das kann man am besten hiermit. Alle haben es. Die meisten nutzen es, um damit nach Hause zu fahren, das Semesterticket. Doreen Ehlers, Rebecca Gäbel und Katja Schwarz sind bis an die Grenzen des Osnabrücker Semestertickets gefahren. Welche Erfahrungen sie dabei gemacht haben, seht ihr nun in der Reportage mit dem Semesterticket auf die Gleise. 10 Uhr am Samstagmorgen, das ist ja normalerweise eine Zeit, zu der Studenten gerne noch im Bett liegen und sich noch einmal umdrehen. Ich bin jedoch heute Morgen ganz früh aufgestanden, weil ich heute ein ganz besonderes Abenteuer wagen möchte, und zwar mit dem Semesterticket auf die Gleise. Wohin die Reise geht, das weiß ich bisher noch nicht, denn dafür muss ich mir jetzt erstmal einen Freiwilligen suchen. Entschuldigung, Hast du einmal ganz kurz eine Sekunde Zeit? Okay, ich erkläre dir mal ganz kurz, worum es geht. Du bist nämlich mein Freiwilliger. In dieser Dose sind ganz viele verschiedene Lose drin. Das sind alles Stationen, zu denen ich mit meinem Semesterticket fahren kann. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du ein Los ziehst. Das ist nämlich die erste Station, zu der ich dann heute mit dem Semesterticket hinfahren werde. Okay, dann schaue ich mal. Okay, und was ist es? Nach Münster. Okay, nach Münster geht die erste Fahrt und das ist um 11.19 Uhr. Vielen Dank. Gerne, gute Fahrt. Werde ich wohl haben. Und los geht's mit dem Experiment mit dem Semesterticket auf die Gleise. Ich bin schon mal gespannt, was Münster alles zu bieten hat. So, ich bin jetzt in der Fahrradstadt Münster angekommen. Mein erster Eindruck ist, dass es eine sehr junge und vor allem lebendige Stadt ist. Das Leben pulsiert hier. Aber was ist eigentlich das Besondere an Münster? Das Flair, der Charakter der Stadt, die Menschen, die Universitätsstadt macht die Stadt locker. Also im Grunde historisch sehr fundiert, aber auch frisch und jugendlich. Also die Mischung. Wie so oft im Leben, die Gegensätze machen den Reiz aus. Es hat eine schöne Innenstadt, eine schöne Altstadt auch. Man kann gut shoppen gehen, man kann aber auch sehr gut am Wochenende Party machen. Es sind viele Studenten hier und somit trifft man halt auch viele Leute wieder am Wochenende. Das finde ich ganz gut.
Münster ist einmal die viele Kultur, die es bietet, die Anregungen verschiedenster Art, angefangen in der Stadtbücherei, über Stadttheater bis hin zu kleineren Kreisen, die Musik in kleineren Kreisen machen, Chöre und so weiter. Und natürlich darüber hinaus auch die schöne Landschaft, die Umgebung. Eine richtig hübsche Stadt, wirkt romantisch. Die Bauten gefallen uns auch ganz gut. Ich glaube, hier kann man schön mal ein Wochenende verbringen. So, die schönsten Stellen von Münster habe ich jetzt bereits gesehen, aber der Tag ist ja noch nicht vorbei. Deshalb mal schauen, wohin die Reise mich jetzt führt. Dafür lasse ich aber wieder das Los entscheiden. Oldenburg. Okay, das heißt, die nächste Station auf meiner Reise ist dann gleich Oldenburg. Vielen Dank. Wie man sehen kann, sitze ich jetzt nicht mehr im Zug. Ich bin allerdings auch noch nicht in Oldenburg angekommen, sondern ich muss gerade quasi eine Zwangspause in Leer in Ostfriesland einlegen. Hier habe ich jetzt 50 Minuten Aufenthalt, bis meine Reise mit dem Semesterticket von Münster nach Oldenburg weitergehen kann. Das heißt, ich habe 50 Minuten Zeit, das kleine ostfriesische Städtchen näher kennenzulernen. Und wofür ist Ostfriesland bekannt? Natürlich für seinen Tee. Und genau den werde ich jetzt einmal ausprobieren. Ich werde in die Stadt gehen und das schöne Wetter bei einem Tässchen Tee genießen. Ich bin jetzt im Teemuseum und das sieht hier einfach sehr schön aus. Es ist total gemütlich und es riecht auch sehr schön nach Tee, sehr fruchtig, frisch. Ich habe draußen gesehen, dass man bei Ihnen auch eine Teeprobe machen kann. Stimmt das? Das stimmt, ja sicher. Jeder Besucher, der uns hier in unserem Geschäft besucht, der bekommt auch eine kostenlose Teeprobe. Denn ich denke mal, man muss mit allen Sinnen den Tee genießen. Das heißt, mit den Augen sehen, mit der Nase riechen und zuhören und auch eine Tasse Tee genießen. Das heißt für Sie auch eine Tasse Tee zum Trinken. Der Tee steht hier vor uns. Was genau werden wir denn jetzt gleich für Tee trinken? Wir trinken natürlich einen echten Ostfriesentee aus dem Hause Bünding, der extra fürs Bünding Teemuseum auch gefertigt wurde. Und das ist ein Tee aus Assam. Ein wenig Darjeeling ist in dem Tee drin, aber eben überwiegend ein schwerer, kräftiger Assam-Tee. Dazu gehört natürlich auch ein Kandis und ich habe einen dicken Kandis für Sie. Das gehört sich so beim Besuch. Ich selber nehme natürlich einen bisschen kleineren Kandis als Hausfrau. Dann nehme ich natürlich den Tee, der hat 3 Minuten gezogen, gieße aber erst in die eigene Tasse, denn ich muss erstmal testen, ob der Tee auch in Ordnung ist und ob auch in der Tasse dann nicht das dünne Wasser reinkommt zum Gast, sondern hier natürlich steht blankes Wasser. Dann gehe ich zum Gast und schenke neben den Kandis ein und auf keinen Fall auf den Kandis. Dann würde der Kandis nicht für 3 Tassen reichen. So, und dann habe ich natürlich frische Sahne. Das gehört sich so, der Sahnelöffel als solches. Kommt auch erst in die eigene Tasse. Teste auch, ob die Sahne in Ordnung ist an der eigenen Tasse. Lege die Sahne an den Tassenrand und sie fließt dann runter und steigt als Wölkchen auf. Und alles, was ich hier mache, ist eine Ehrerbietung dem Gaste gegenüber. Denn auch das macht die Hausfrau im Stehen und präsentiert den Tee im Stehen. Und jetzt legt sich natürlich ein Wölkchen drauf. Ich setze mich dazu dann auch zum Gast hin, um dann mit ihm gemeinsam einen Tee zu trinken. Und das ist jetzt alles so typisch ostfriesisch, wie Sie das jetzt hier zubereitet haben? Es ist original ostfriesisch. Typisch kann man da nicht sagen, sondern es ist original. Es ist aus der Geschichte heraus eine Teetradition, die sich entwickelt hat vom grünen Tee auf den schwarzen Tee hinaus. Und es gibt in Ostfriesland einen Spruch, hey, wie kind Tee mit wie sterben. Auf Hochdeutsch haben wir keinen Tee, müssen wir sterben. In diesem Sinne, Prost Tee. Okay. Und Sie schlürfen die Sahne auch komplett ab. Das heißt, Sie setzen die Tasse nicht wieder ab, sondern Sie schlürfen in kleinen Schlucken und konzentrieren sich auf den Tee. Sie gehen also nicht bei und machen etwas anderes, sondern Sie genießen den Tee, so wie er ist, dreistöckig. Süße Sahne, herber Tee und Süße vom Kandis. Okay. Nach der leckeren Tasse Tee noch ein letzter Blick ins Teemuseum. Und dann heißt es auch schon, zurück zum Bahnhof und auf nach Oldenburg.
Ich bin jetzt bei der dritten Etappe meiner Reise mit dem Semesterticket angekommen. Das heißt, ich bin jetzt in Oldenburg. Genauer gesagt befinde ich mich gerade auf dem Rathausmarkt. Um mich herum sieht man auch schon die ganz vielen Wochenmarktstände und es riecht einfach unglaublich toll hier. Also der Duft von frischen Gewürzen liegt in der Luft, von Käse, von frischem Fisch, von Blumen. Es ist einfach eine unglaubliche Mischung und ja, da läuft einem auch schon das Wasser im Mund zusammen, muss ich leider gestehen. Aber ich bin ja nicht hier, um zu essen, sondern um die Stadt zu erkunden und deshalb mache ich mich dann jetzt mal auf den Weg. Naja, aber so ein kleines Stückchen Käse als Wegzehrung kann ja nicht schaden. Mal schauen, wie der Käse in Oldenburg so schmeckt. Nicht schlecht. Das ist der Beweis, Fahrräder gibt es eben nicht nur in Münster, sondern auch in Oldenburg. Auch die Kultur kommt in Oldenburg natürlich nicht zu kurz. Im Hintergrund das Staatstheater. Und ein Schloss gibt es in Oldenburg natürlich auch. Wer sich für Kunst- und Kulturgeschichte interessiert, ist dort genau richtig. Und bei einem Schloss, da kann ja auch ein Schlossgarten nicht weit sein. Tja, ich bin jetzt wieder zum Bahnhof in Oldenburg zurückgekehrt. Mein Experiment mit dem Semesterticket auf die Gleise neigt sich so langsam aber sicher dem Ende entgegen. Ich habe heute 3 interessante Städte kennengelernt. Ich habe viel erlebt, ich habe viele Leute kennengelernt. Und ich muss zugeben, ich bin doch ein bisschen erschöpft und erledigt. Meine Füße tun doch so ein bisschen weh und von daher freue ich mich jetzt, mich einfach in den Zug zu setzen und zurück nach Osnabrück zu fahren. Nicht nur im Bahnverkehr werden Weichen gestellt, sondern auch in Unternehmen, zum Beispiel bei einer Fusion oder bei einem neuen Chef. Dieser Wandel muss kommuniziert werden. Change Communication. Unter diesem Thema fand das PR-Forum 2008 in Lingen statt. Ob sich ein Besuch dieser Tagung auch für Studenten gelohnt hat, berichten Annalena Guillaume und Mareike Cording. Change Communication. Veränderung braucht Kommunikation. So hieß das diesjährige Thema des 4. niedersächsischen PR-Forums. Etwa 200 Teilnehmer und 30 Referenten kamen am 25. April im Lingener IT-Zentrum zusammen. Das Tagungsprogramm bestand aus Vorträgen, Diskussionsrunden, einer Auswahl an Themenworkshops und einer Darbietung von Studierenden des Studiengangs Theaterpädagogik. Was beschäftigt Mitarbeiter in Change-Prozessen? Wie gelingt einheitliche Unternehmenskommunikation nach Fusionen? Diese Fragestellung bot genug Gesprächsstoff, auch bis in die Mittagspause hinein. Warum steht das Thema Change Communication und die damit verbundenen Herausforderungen im Mittelpunkt der Tagung? Dagmar Schütte, Studiendekanin des Instituts für Kommunikationsmanagement an der Fachhochschule Osnabrück und leitende Veranstalterin dazu. Wir haben Change Communications ausgewählt als Thema, weil wir diesmal im Unterschied zum letzten Mal ein Thema nehmen wollten, was über die regionale Relevanz etwas hinausgeht. Und was auch überregional von Bedeutung ist. Und Change Communications, also Veränderungskommunikation, ist eben ein Thema, was wirklich immer und auch in allen Arten von Organisationen präsent ist. Ständig verändert sich etwas. Es gibt Unternehmenszusammenschlüsse, es gibt Nachfolgeprobleme in mittelständischen Unternehmen, es gibt Fusionen. Und da ist es einfach ein Thema, was den Leuten unter den Nägeln brennt. Eine tolle Organisation und viele helfende Hände sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Neben Vertretern mittelständischer und großer Unternehmen konnten auch Studenten am Erfahrungs- und Informationsaustausch teilnehmen. Eins wurde besonders in der Begrüßung von Oberbürgermeister Heiner Pott deutlich. Das PR-Forum ist keine nur für Experten ausgerichtete Tagung, sondern auch interessant für alle, die es mal werden wollen. Besonders gut gefallen hat mir, dass wir Einblicke in die aktuelle Arbeitswelt bekommen haben, in der ganzen Branche. Das heißt, was beschäftigt die Leute, die da gerade arbeiten? Was wird diskutiert? Und es war schon interessant, dann mal direkt am Puls der Branche dran zu sein. Besonders für Studenten, die sich für den Bereich interne Kommunikation interessieren, hat sich die Teilnahme am PR-Forum voll und ganz gelohnt.
Allerdings ist diese Fachtagung aus Sicht der Studenten keine Plattform, um neue Kontakte zu knüpfen. Schon, aber es ist nicht so einfach, dazwischen zu kommen, wie halt Michael schon gesagt hat. Also weil einfach die untereinander auch Geschäftskontakte haben oder sich schon ewig nicht mehr gesehen haben und dann Unterhaltungen führen und man da als Student nicht so gerne dazwischen gehen möchte einfach. Darum gibt Campus TV euch noch einen Veranstaltungstipp. Wenn ihr zukünftige Praktikums- oder Arbeitgeber kennenlernen wollt, besucht den Careers Day Public Relations am 19. Juni 2008 in Münster. Ich habe mir sagen lassen, dass das Catering beim PR-Forum sehr lecker war. Ob da das Essen unserer Kochprofis mithalten kann? Gudruns Gericht ist mittlerweile schon im Ofen. Während sie noch einen letzten kritischen Blick hineinwirft, ist Melli in der Studentenküche angekommen und bereit für das Kochduell. Ich starte jetzt mit meinem Hähnchencurry und dafür hole ich mal alles zusammen, was ich denn noch schneiden muss. Ich fange mal mit den Pilzen an. Die werden jetzt geschnitten. Die halbiere ich einfach nur. Nach den Pilzen schneidet Melli den Porree in kleine Ringe. Danach bereitet sie das Hühnerfleisch vor. Auch das wird jetzt noch klein geschnitten. Für das Hähnchen geht's jetzt ab in die Pfanne. So, das Hähnchen ist jetzt fast durch. Das heißt, das Gemüse kann da gleich mit zu. Nehme ich mir erstmal die Pilze. Und die Frühlingszwiebeln. Das Wasser für den Reis hat Melli schon aufgesetzt. Jetzt werden Fleisch und Gemüse noch kräftig gewürzt. Das Wasser ist jetzt lauwarm. Da kommt dann jetzt der Reis rein. Ich glaube, wir haben alle viel Hunger. Wo sie recht hat, hat sie recht. Für den nötigen Geschmack und eine Menge Kalorien sorgt eine Dose Kokosmilch. Ein paar Löffel Currypulver geben den indischen Touch. Während Melli noch ihre letzten Zutaten zum Essen hinzufügt, erklärt Betty schon mal, was sie uns für ein Gericht zaubert. Ich koche heute Spaghetti mit Schafskäsesoße. Dazu brauche ich Spaghetti, Schafskäse, Tomaten und verschiedene Kräuter. Wer wird das Wettkochen gewinnen? Mehr dazu am Ende unserer Sendung. Verloren hat ein Koch, wenn man ein Haar in seiner Suppe findet. Um Haare geht es auch bei unserem nächsten Thema. Für einen guten Eindruck ist das Aussehen oft sehr wichtig. Doch wobei muss man darauf achten? Adnan Galic, Beata Cimanik-Feldmann, Janine Hellmann, Linda Etzkorn und Katharina Nieder haben sich für euch schlau gemacht und geben euch Tipps und Ratschläge. Sind doch die schönen Momente im Leben. Du hast eine Bewerbung für deinen Traumjob abgeschickt. Und es hat geklappt. Du darfst dich vorstellen. Und merkst, dass das mit dem Outfit garantiert nicht hinhaut. Was macht Verena denn jetzt? Bruce hat bestimmt keine Zeit für sie. Ah, hallo. Hi, ich bin's. Du, ich habe gerade einen Termin für ein Bewerbungsgespräch gekriegt und ich sehe furchtbar aus. Ich brauche unbedingt eure Hilfe. Irgendwas müsst ihr machen mit meinen Haaren, mit meinen Klamotten. Es geht einfach gar nicht. Habt ihr Zeit? Puh, oh, super, danke. Bis gleich. Ja, tschüss. Jetzt verstehe ich, sie hat die Styling-Polizei angerufen. Ob die sie wohl retten können? Jetzt übernimmt der Profi. Bewerbungsgespräch. Ja. Und ja, irgendwie muss das anders aussehen. Und ich weiß nicht, ich habe halt, ja genau, machen wir das mal. Aber vorher muss ganz kurz geklärt werden, was gemacht wird. Ja, eigentlich immer so, wie sie sind. Ja. So, und dann, na, das ging ja schnell. Super.
machen wir so. Das ist nee, das ist super. Milchkaffee, Cappuccino, Latte Macchiato. Milchkaffee? Ja, ganz klein Moment. Jo, danke. Okay, was ist zu beachten, wenn ihr zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen seid? Die Haare müssen gepflegt aussehen. Frauen mit längeren Haaren sollten sie besser hochstecken oder zusammenbinden. Schließlich geht ihr nicht auf ein Date, sondern lernt vielleicht euren zukünftigen Chef kennen. Bei Verena werden die Haare mit dem Lockenstab in Form gebracht und hochgesteckt. Das sieht toll aus und lässt Verena elegant wirken. Die Styling-Polizei überlässt nichts dem Zufall. Sie nutzt die Zeit und informiert sich über die neuesten Trends der Modewelt. Das Make-up. Ganz klar, hier gilt, weniger ist mehr. Natürliches Make-up lässt euch frisch aussehen und betont eure Vorzüge. Verena ist begeistert, aber mit den Klamotten lässt sie die Styling-Polizei bestimmt nicht zum Vorstellungsgespräch. Also, schnell zurück nach Hause. Die Kleidung. Bewerbt ihr euch bei einer Bank, ist der Dresscode vorgegeben. Hosenanzug oder Bluse und Rock muss sein. Wollt ihr in der Kreativbranche arbeiten, darf es natürlich auch etwas modischer sein. Wichtig ist, dass ihr euch wohlfühlt. Jetzt kann ja eigentlich fast nichts mehr schiefgehen. Tja, man kann mit wenigen Handgriffen sein Styling verändern. Später im Beruf ist das Aussehen oft sehr wichtig. Noch wichtiger sind aber eigentlich die Qualifikationen, die man beispielsweise bei einem Studium erlangen kann. Ein gutes Beispiel dafür ist Boris Pistorius, der Oberbürgermeister von Osnabrück. Katharina Voschulte und ich haben uns an seine Fersen geheftet. Schönen Dank, dass Sie nach diesen stressigen Tagen jetzt noch kurz Zeit hatten hier auf dem Marktplatz. Ich tippe mal weiter. Was heißt hier stressige Tage? Wir haben doch nur einen Katholikentag gehabt. Auf den Mund gefallen ist er nicht. Boris Pistorius. Ohne Berührungsängste mischt er sich unter die Bürger und sammelt wertvolle Sympathiepunkte. Ich finde ihn sehr sympathisch. Es hat mich eigentlich auch fast ein bisschen geärgert, weil ich Herrn Griesert mehr unterstützt habe und gedacht habe, nein, er hat gute Chancen und er hat es dann ja auch geschafft. Doch wer genau ist dieser Mann, der seit November 2006 der Oberbürgermeister von Osnabrück ist? Geboren ist er am 14. März 1960 in Osnabrück, seit 1988 verheiratet und hat zwei Kinder. Er ging auf das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium, absolvierte nach dem Abitur den Wehrdienst. Zunächst machte Pistorius eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann bei der Firma Cordes und Gräfe. Dann studierte er Jura in Osnabrück und Münster. Es folgte das erste juristische Staatsexamen beim Oberlandesgericht Hamm 1987, ein Referendariat beim Oberlandesgericht Oldenburg und dort dann das zweite Staatsexamen im April 1990. Nach 6 Monaten als Anwalt wechselte Pistorius 1991 in den Landesdienst und arbeitete dort in verschiedenen administrativen und politischen Bereichen, unter anderem im Büro des niedersächsischen Innenministers. Seit 1996 gehörte Pistorius dem Rat der Stadt Osnabrück an und war stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion und zudem von 1999 bis 2002 als ehrenamtlicher Bürgermeister tätig. Seit 2002 war Pistorius Abteilungsdirektor der Landesschulbehörde Abteilung Osnabrück. Er ist nicht nur oberster Repräsentant der Stadt Osnabrück, sondern auch Chef der Verwaltung. Als erfolgreicher Alumni der Stadt weiß er bestimmt, was Osnabrück als Studienort auszeichnet.
Aber in der Tat, ich kenne Osnabrück als Studienort natürlich, weil ich hier die meisten meiner Arbeiten geschrieben habe. Und Osnabrück ist als Studienort deshalb so attraktiv, weil es wie in vielen anderen Zusammenhängen auch eine Stadt der kurzen Wege ist. Und die Universität und insbesondere auch die Infrastruktureinrichtungen der Universität eine Größe haben, bei der das Arbeiten noch Spaß macht. Wer das mal vergleicht mit den großen Universitätsstädten, wie es da in Seminaren und Bibliotheken zugeht und aussieht, der wird sehr schnell erkennen, wo die großen Vorzüge der Universität und der Hochschulen der Stadt in der Stadt liegen, aber auch wo die Vorzüge der Stadt liegen. Wie sah das Studentenleben von Boris Pistorius aus? Also typisch studentisch war, und das war insofern auch die schönste Zeit, die man im Leben haben kann, man ist einerseits frei, sich den Arbeitstag einzuteilen, andererseits hat man einen entsprechenden Druck, weil das ja auch alles Geld kostet. Für mich selbst sah das so aus, dass ich oft während des Semesters auch arbeiten musste, um finanziell über die Runden zu kommen. Das hat aber gut geklappt und ich habe meine Tage so eingeteilt, dass auch noch genug Zeit war für Hobbys, Freizeit, eine Party hier oder da und eben für den Job und natürlich nicht zuletzt auch fürs Studium. Und deswegen war am Ende die Mischung eben auch so, dass ich in relativ ordentlich kurzer Zeit mein Studium beenden konnte. Und wie hat er sich das Studium finanziert? Also ich habe als Briefträger gearbeitet, das heißt morgens um 5 aus dem Bett und dann nachmittags um 2 an den Schreibtisch. Ich habe als Gebäudereiniger gearbeitet, Fensterputzer in Kaufhäusern, morgens mit einer Truppe von portugiesischen und spanischen Putzfrauen zusammen Kaufhäuser gewischt. Ich habe als Auslieferungsfahrer viel gearbeitet. Es gibt eigentlich keinen Job, den ich nicht gemacht habe. Gastronomie natürlich auch. Also alles, was irgendwie einigermaßen vernünftig bezahlt war und zeitlich vereinbar war, habe ich gemacht. Was macht Osnabrück für Studierende interessant? Also Osnabrück, ich habe das ja eingangs schon gesagt, ist eine Stadt der kurzen Wege. Die Stadt hat den Vorteil, dass man, wenn man gut, einigermaßen gut wohnt, im Prinzip kein Auto braucht. Wir haben einen hervorragenden öffentlichen Personennahverkehr. Die Uni hat eine Mensa, die immer wieder für die Qualität ihres Essens ausgezeichnet wird. Die Uni liegt im Schlossgarten, mitten im Herzen der Stadt und nicht irgendwo am Rande. Die Stadt ist relativ jung, es sind übrigens nicht nur 7.000, es sind mit beiden Hochschulen 18.000 Studenten. Das heißt, es ist wirklich auch eine studentisch geprägte Stadt. Die Studenten und die Studentinnen prägen das Stadtbild, prägen auch einen Teil der Kulturszene. Und umgekehrt bietet die Stadt den Studentinnen und Studenten viel. Und ich glaube, das ist zusammen mit der Lage der Stadt, der Region, einfach ein attraktives Angebot, was immer mehr Anhänger findet. Was raten Sie Studierenden in stressigen Phasen? Also zunächst mal, es gibt ja immer Menschen, die behaupten, sie hätten solche Phasen nicht. Ich behaupte, sie haben nur vergessen, dass sie mal hatten oder sie lügen. Diese Phase macht jeder Student, jeder Oberstufenschüler schon durch. Wer kennt das nicht? Und es ist ja auch im Arbeitsleben nicht so, dass man jeden Tag gleichermaßen fröhlich und lustig an die Arbeit geht und sich freut, was man macht. Also das ist erstens normal. Und zweitens kann ich nur jedem empfehlen, die Studienzeit auch als das zu nehmen, was sie ist. Es ist eine Phase der unglaublichen Entwicklung. Es ist eine Phase der Tiefschläge, der Nackenschläge, der Angst, dass es vielleicht dann doch nicht klappt mit dem, was man so vorhat. Ich kann nur jedem empfehlen, durchzuhalten, sich am Anfang des Weges gelegentlich einmal mehr zu überprüfen, ob man den richtigen Weg eingeschlagen hat, aber dann auch mit voller Kraft durchzuziehen. Und wenn das Licht am Ende des Tunnels sichtbar wird, nicht den Tunnel zu verlängern, sondern schneller zu fahren. Vielen Dank, Herr Pistorius. Das ist jetzt die Stelle für den Applaus, genau. Na gut. Wer die letzte Wahl zum Oberbürgermeister in Osnabrück gewonnen hat, wissen wir nun. Aber wer wird der Sieger in der Studentenküche? Das erfahren wir nun in unserem dritten und letzten Teil. Mellies Essen ist mittlerweile schon fertig und steht zum Warmhalten im Ofen. Für Betty heißt das ran an die Töpfe. Als erstes setzt sie Wasser für ihre Spaghetti auf. Dann mache ich mich an die Soße. Und zwar werde ich als erstes die Tomaten schneiden. Nachdem Betty alle Tomaten geviertelt hat, lässt sie etwas Butter im heißen Topf zergehen. Anschließend bröckelt sie den Feta hinein. Jetzt hat die Soße die richtige Sämigkeit und die Tomaten kommen dazu. Das sieht ja schon lecker aus. Damit die Kommilitonen morgen auch noch was von unserem leckeren Essen haben, gibt Betty ordentlich Knoblauch dazu. Jetzt schneide ich noch ein paar Basilikumblätter. Und die kommen dann in die Soße. Jetzt kommt noch Creme fraiche und ein bisschen Sahne dazu. Es riecht auf jeden Fall schon sehr lecker. Ob es denn auch schmeckt, kontrolliert Betty lieber selbst nochmal.
so, meins ist fertig. Na dann kann das Essen ja angerichtet werden. Und so sieht das Ganze dann aus. Spaghetti mit Schafskäsesoße, Hähnchencurry mit Basmati-Reis und Schweinemedaillons mit Rosmarinkartoffeln. Wir mümmeln dann jetzt einfach, wa? Ja. Guten Appetit. Guten Appetit. Und damit geht's an die Bewertung der Gerichte. So, bei Gudruns Gericht, das waren die Rosmarinkartoffeln mit dem Schweinebraten. Hat mir sehr gut geschmeckt, vor allen Dingen die Rosmarinkartoffeln. Bei dem Braten hätte ich mir die Soße ein bisschen würziger gewünscht und gebe insgesamt eine 2. Bei dem zweiten Gericht, das war das von Betty, das waren die Spaghetti mit der Schafskäsesoße. Meiner Meinung nach war es eher eine Knoblauch-Schafskäsesoße. Also die Bezeichnung nicht ganz richtig, war aber sehr, sehr lecker und bekommt von mir auch eine 2. Also ich vergebe als erstes die Punkte für Gudruns Gericht. Die Kartoffeln waren gut. Das Fleisch war mir ein bisschen zu zäh, weil ich eh immer nur so auf weiches Fleisch stehe. Deswegen bekommt sie von mir die 2. Melanies Gericht hat mir sehr gut gefallen, weil ich Kokosmilch mag und Hühnchen und auch Frühlingszwiebeln. Aber es war ein bisschen zu wenig Curry. Also da kann noch ein Tick mehr sein. Und ja, deswegen bekommt sie von mir auch die 2. So, Bewertung, ja, das von Betty war sehr lecker. Das Problem fand ich da war, die Soße war nicht flüssig genug. Aber ansonsten von dem Geschmack her und von den Gewürzen war es sehr gut. Deswegen würde ich ihr eine 2 geben. Und bei der Melli war es genau andersrum. Da war die Soße zu flüssig, aber der Geschmack war sehr gut. Nur muss ich da leider sagen, fand ich dann doch Bettys geschmacklich einfach besser. Deswegen kriegt die Melli von mir eine 3. Und so steht fest, wer diesen Präsentkorb bekommt. Herzlichen Glückwunsch an unsere beiden Gewinnerinnen. Und natürlich die Zweitplatzierte. Na, das sieht doch lecker aus. Während in der Studentenküche der Abwasch beginnt, endet nun unsere Sendung. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.